Ich befinde mich hier in Schio im Cenacolo bei San Martino. Hier haben von 1985 bis 2004 Marienerscheinungen stattgefunden, die ein Mann namens Renato Baron erlebt hat. Aber neben den Erscheinungen hat er auch gewisse Visionen. Eine Version war, dass er das verborgene Leben Jesu mit der Heiligen Familie in Nazareth erlebt hat. Und dieses verborgene Leben wurde in diesem Garten im Cenacolo mit einem Bau nachempfunden, der das möglichst authentisch wiedergibt, was damals vor 2000 Jahren Jesus, Maria und Josef erlebt haben, wie sie ihren Alltag gelebt haben. Man sieht hier die Werkstatt des heiligen Josef. Und wenn man ein bisschen rüber geht, sieht man sozusagen den Wohnbereich, wo die heilige Familie in einfachster Weise damals gelebt hat.